Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Insane Trilogy. So. Dieser Teil wird wahrscheinlich etwas einfacher werden als der erste Teil, jedenfalls bei den Zeitrelikten. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen dazu, weil sonst am Ende wird es noch schlimmer oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Spiel. Überschreiben bitte. Ist auch lustig, dass man nicht einfach noch einen anderen anlegen kann. Naja. Ach stimmt, und wir haben den lustigen Akku, der hier immer durchs Bild slidet. Oh. Kristalle, natürlich, war ja klar. Aber Dr. Cortex, für volle Kraft brauchen wir nicht nur den Masterkristall, sondern auch die übrigen 25 Slave-Kristalle von der Oberfläche. Wie sollen wir da rankommen, wenn wir keine erdgebundenen Agenten mehr haben? Du Narr! Denkst du, ich wäre mir der Lage nicht bewusst? Wenn wir keine Freunde mehr auf der Oberfläche haben, brauchen wir eben einen Feind. Crash? Crash! Crash! Mein Akku ist durch. Mach dich mal nützlich, großer Bruder, und bring mir einen neuen. Kristall! Na klar. Lump. Fand ich im Original besser. Ja, auf jeden Fall fangen wir hier schon mit toller Musik an und ich würde sagen, wir machen einfach mal. Viel muss ich ja über Crash nicht mehr erzählen. Ihr wisst ja schon alles. Ihr wisst ja alles besser als ich. Ich finde übrigens den zweiten Teil, wer es immer noch nicht weiß, finde ich den zweiten Teil am besten in der Serie. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Irgendwo ein Kristall. Die Kristalle sehen so aus. Bring mir die Kristalle, Crash. Das war's fürs Erste. Wir sprechen uns später. Okay. Aber ich glaube, wir machen das mit dem Reingehen und wieder Verlassen. Weil dann, das wird doch recht lustig, weil Cortex da ziemlich am Ausrasten ist. Ja, von mir auch gute Besserung, Konfi. Das ist natürlich... Ich finde das voll schade, wenn man dann sowas plant und dann das doch nicht machen kann. Aber das lässt sich bestimmt nochmal dieses Jahr bei dir nachholen. Gut, dann gehen wir mal ins erste Level und verlassen das direkt wieder. Und lassen uns dann etwas von Cortex anschnauzen. Dankeschön für den Host. Oder für das Hosten, wie man es auch immer nennen möchte. Wird aber kein Speedrun. Fällt jetzt gerade erstmal auf, wie scheiße die Synchronisation ist. Also nicht von den Stimmen her, sondern einfach auf die Mundbewegung. Das passt, hat mich eben in der Sequenz schon ein bisschen irgendwie verwirrt, weil ich dachte, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, weil das überhaupt nicht gepasst hat.
Naja. Aber ich könnte ja mal gerade fragen, ist ja schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Das Rennen kriegt man am Ende, ne? Nein, 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 Crash! Wenn ich die Welt retten soll, brauche ich Kristalle! Kristalle! Also nochmal, sie sehen so aus. Kristalle, Crash! Geh wieder durch eine dieser Türen und bring mir Kristalle! Und ich fände es immer noch so lustig, wenn Stromberg den Cortex einfach synchronisieren würde. Also Christoph Maria Herbst, das wäre so lustig. Rennen erst am Ende, okay. Ja, tut mir leid, dass ich zu früh gedrückt habe. Weil dann versuche ich jetzt erst noch gar nicht das Rennen, das mache ich dann erst später. Außer in so Rennen um alle Level. Sieh an den Türen hoch. Ein großer Kristallplatz. Fülle alle 5 Kristallplätze, indem du aus jedem der 5 Gebiete einen Kristall erholst. Wir können unsere Mission erst fortsetzen, wenn wir alle 5 Plätze in diesem Raum gefüllt haben. Ich erinnere dich zum letzten Mal daran. Nochmal geht nicht, ne? Hallo Sint übrigens. Passt einfach gar nicht von der Bewegung, ja. Ich meine, dreimal ginge das nur. Wenn ich müsste ja jetzt gerade reingrätschen und sagen, nee, Julia, das geht doch noch. Nochmal. So, dann holen wir jetzt erstmal den blauen. Ja, das war der letzte. Ich muss mal hier das Bild wegmachen. Das steht nämlich ein bisschen vom Chat. Den blauen Kristall oder was das hier ist holen. Da darf man nämlich keine Kiste für kaputt machen. Das ist genauso wie im Original. Bam, bam, bam. Alles klar. Viel Spaß mit dem Hund und bis gleich. Ich wette mit euch, ich werde diese eine Stelle da verkacken. Mit der Sprungkiste dazwischendurch. Dann mache ich irgendeine andere Kiste mit kaputt. Ich sag es euch. Da ist sie. Oh. Huch. Dun, dun. Moin, Viper. Lars Viper. Du hast irgendwie immer einen anderen Namen. Und die leuchten so schön in dem Teil. Ich habe den jetzt leider zu schnell eingesammelt. Huch. Aber die leuchten so geil, die Kristalle. Könnte ich mir so ins Zimmer stellen, ne? So als Lampe. So, und damit wir uns die Ladezeiten ersparen, lassen wir uns hier direkt töten. Das erste Mal seit einer Namensänderung, aber Lars recht auch weiterhin. Das heißt als Original in der Musik. Ja, das stimmt. Lampe. Habe ich Lampe gesagt? Hallo Shannon übrigens. War das hier schon mit dem Ich weiß gar nicht mehr. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man das hier nicht machen konnte mit dem Umswitchen auf den Original-Soundtrack. Oder haben die das vielleicht nachgepatcht? Ne. Da oben war nichts, ne? Das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ne? So lange ist es eigentlich auch noch nicht her, aber es ist eigentlich schon lange her. Logik und so.
Das war knapp, du. Ist das das mit den Straußen? Oder kommt das erst später? Alles sind? Ja, genau deswegen chatte. Deswegen blende ich auch den Chat ein, damit ihr erstens seht, wann das bei mir ankommt. Und zweitens, dass ihr seht, dass es überhaupt ankommt. Oh Gott. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen in den Flow. Falls ich irgendwo eine Kiste verpassen sollte, sagt mir einfach Bescheid. Seit einer halben Stunde schon. Okay. Aber jetzt funktioniert sie anscheinend. Flo. Ich lasse das mit den Pfeifen, das kommt nicht immer gut übers Mikrofon. Warum hat er das Leben nicht eingesammelt? So eine komische Strähne, die hängt mir hier immer runter. Das ist nicht so. Ich klemm das einfach mal hier am Headset ein. So. Nee, das ist kein ASMR-Pfeifen. ASMR ist ja eher zum Entspannen, obwohl mich das meistens eher aggressiv macht. Aber das wäre nicht so schön mit dem Pfeifen. Florian Florensen, der Florist aus Florida. What the fuck? Ulga. Ja, nice. Boah, was ist mit der Kamera gerade passiert? Kommen wir da dran? Ja. Super. So, schaffen wir das jetzt nochmal oder nicht? Natürlich nicht. Aus welchem war denn das? So, 62 von 62. Super. So, in den nächsten Level zeige ich euch, was ich mit dem Edelstein meine. 20 Leute und Juli im Raum, alle hören ASMR, die 20 schlafen ein, werden wach, als du randalisieren anfängst. Crash Team Racing ohne Kart. Und schon wieder irgendetwas gewesen sein, okay. Kenne ich gar nicht. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt hör genau zu. Diese Hologramme sind schwer aufrecht zu erhalten. Bei meinen intellektuellen Bestrebungen bin ich auf eine Macht gestoßen, die zu zerstören droht. Die Kristalle sind die einzige Möglichkeit, sie einzudämmen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Darum musst du sie mir unbedingt bringen. Bist du da, Crash? Crash! Crash! Bist du da, Crash? Bist du da, Crash? Bist du da, Crash? Nee, bist du da? Fotze, ey. So, Snow, go. Da gab's den roten Edelstein, ne?